So, letzte Arena. Und ich fange eigentlich immer erstmal damit an, die drei Trainer hier aufzuräumen. Wieso soll mir die Luft ausgehen? Du bist der erste Trainer, den ich hier mache. Und der hat einen Sandame. Sogar Level 38. Ui, Sandwirbel. Gefällt mir nicht. Jetzt könnte der Solarstrahl daneben gehen. Aber der trifft zum Glück. Ein Georock. Da bleiben wir doch drin. Und hoffen einfach, dass wir weiter treffen. Wir haben ja nur noch eine 75-prozentige Chance zu treffen. Nach einem Sandwirbel. Aber Dirkie ist das anscheinend scheißegal. Er trifft einfach trotzdem. Level 46. 99 Spezialangriff. Na gut. Jetzt schmeißen wir einfach mal Lapriso rein. Keine Lust, dass jetzt doch noch irgendwas daneben geht und dass der mir irgendwie mit einer Intensität 10 da irgendwas kaputt haut oder so. Und der hat sowieso eine Doppelschwäche, da reicht's auch, wenn ich den einfach so weghau. Ein Eisstrahl würde ja hier auch reichen. So, jetzt ist das Sonnenlicht dann eh weg. Knagger. Sehr, sehr tolles Pokémon. Sonnenlicht lässt nach. Here, have an ice beam. Und Level 46 für Lapriso, sehr schön. Oh, wen habe ich da jetzt gerade nach vorne gepackt, Kenji? Ich wollte eigentlich nur nach vorne packen. So, dann machen wir den da oben auch gleich. Was, Trainer Markus mit einem Knogger? Und da kommt gleich noch ein Knagger. Bleiben wir doch gleich drin. Ein Nidorina. Das ist nicht mal ein Boden-Pokémon. Es wird nur zu einem. Allerdings hat es eine Bodenschwäche. So, die Wetten laufen. Wer wettet dafür, dass jetzt gleich der Giftdorn auf meinen Kenshi kommt? Und wer wettet dagegen? Irgendwie habe ich es gewusst. Rihorn.
ganze Bodenarena hat gegen mein gesamtes Team total schlechte Karten. Gegen Rihorn reicht mir tatsächlich eine Aquaknarre. Nidoqueen. Da kommt ja doch nochmal was Anständiges. Na gut, dass der schneller ist, dass die jetzt schneller ist als mir, das wundert mich nicht. Ein Amoroso ist ja tatsächlich nicht das Schnellste. Habe ich eigentlich noch ein Gegengift? Ja, eins habe ich noch. So, jetzt kommt der Typ mit seinen Kampf-Pokémon. Da will ich Nür jetzt nicht unbedingt drin lassen. Es ist allerdings dafür Kanchans Chance, hier in dieser Arena mal zu zeigen, was er kann. Ich habe jetzt nur Angst vor einer Vergeltung. Oh, okay, dazu kommt es gar nicht. Wir one-hitten ihn einfach. Ein Machalo kommt hinterher. Immer feste drauf. Und noch ein Machok. Schauen wir mal, ob der Flammenwurf jetzt auch wieder ausreicht. Der reicht jetzt nicht aus, aber wir haben ihn verbrannt. Ich weiß bloß nicht, ob das jetzt so gut ist. Okay, dann macht es eh nichts aus. Das hätte nämlich böse enden können, weil das Ding kann Adrenalin haben. Da, wenn mich jetzt eine Vergeltung getroffen hätte, das hätte ein One-Hit werden können. Schwarzgurt Hiroshi. Mit einem Machalo. Level 40. Den Surfer überlebt er nicht. Und Nür erreicht Level 46. Spaßkanone. Ist eigentlich eine nette Attacke, aber nee. Ich wundere jetzt nur, dass die Attacke schon in Gen 3 existiert. Das erste Mal habe ich die nämlich, glaube ich, in Gen 5 gesehen. So, Machok kommt jetzt rein. Da benutze ich lieber den Kollegen hier, weil von dem weiß ich wenigstens, dass er auch eine Vergeltung überlebt. Da hat sogar einen Crit überlebt. Zwar nur sehr knapp, aber geht ums Prinzip. Da müsste jetzt noch ein Dompteur sein. Dompteur Jörg mit einem Rihorn.
Level 43. Ja, tschüss, Rihorn. Ein weiterer Dompteur, der Dompteur Hendrik mit einem Arbok. Giftblick und geht daneben. Ja gut, hat er hier noch keine 100% Trefferchance. Und Tauros. Ich glaube, da bleibe ich einfach drin. Das Ding hat ja auch einen Bedroher. Angeberei. Ja gut, hat Trefferquote 90. Der hat heute aber echt kein Glück gehabt, der Typ. Haut zweimal hintereinander mit 90er Attacken daneben. Da haben wir nochmal einen Schwarzgurt. Schmeiß jetzt einmal mal Dirki nach vorne. Der ist zumindest wegen seinem Gifttyp kampfresistent. Holen wir erstmal die Sonne raus. Und er haut einen Überroller daneben. Okay. Hier jetzt einen kleinen Solarstrahl. Dachte ich mir fast, dass er den überlebt. So. End of Mashok. Trainer Richard mit einem Sandama. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Diesen Anfang hatten wir schon einmal. Wenn jetzt noch ein Sandwirbel kommt, dann ist es nur bestätigt. Yep. Mal schauen, ob wir diesmal wieder genauso schön treffen wie beim letzten Trainer. So, einen Hit haben wir zumindest schon mal. Ein weiteres Sandama. Muss ja fast drin bleiben. Wegen der Sonne. Rihorn. Na komm, da bleiben wir auch drin. Zumindest bis die Sonne fast weg ist, müssen wir drin bleiben.
sollte mir demnächst mal ein Sarzenia züchten. Nidorino. So, die Wetten laufen wieder. Was denkt ihr, wird sich Kenji wieder mal am Giftdorn vergiften oder dieses Mal nicht? Chance steht eigentlich 30 zu 70, dass es passiert. Nidoking. Das darf Lapriso machen. Mit einem Surfer. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle Trainer hier drin besiegt. Jetzt gehen wir nochmal ganz schnell ins Pokémon Center. Ein paar KP-Schaden habe ich ja genommen. Und dann holen wir uns noch den letzten Orden. Was fängt denn der nochmal an? Ich meine mit Dictry. Was macht man denn gegen ein Dictry? Also idealerweise bräuchte man da was Schnelles. Oder irgendwas, was viel aushält. Ich schmeiß einfach Lapriso rein. Der hält viel aus. Ich muss jetzt hier lang gehen. Der letzte Arenaleiter. Aber nicht das letzte Mal, dass wir diese Musik hören. Die Top 4 hat ja dieselbe Musik. Er fängt sogar mit Rihorn an. Ja gut. Ich hatte gemeint, dass er mit Dictry anfängt, aber gut, ja. So geht's natürlich auch. Und da kommt gleich das zweite Rihorn. Mach's mir halt noch einfacher. Level 50. Hilft dir auch nicht viel. Bei einer so starken Attacke mit Step und Doppelschwäche. Ja, hast du einfach keine Chance. Nidoqueen sollte den vielleicht sogar überleben. Oh, oder auch nicht. Ich dachte nur, weil Nidoqueen doch eine recht gute Spezialverteidigung hat. Also wenn Nidoqueen ihn nicht überlebt, dann überlebt Nidoking auch nicht. Aber Nidoking ist schneller als Lapriso. Ja gut. Nachdem Lapriso keine Crits abkriegen kann, habe ich da jetzt weniger Sorgen. Level 47. Min und plus 5 KP. Oje. Hier kommt Dictry. Das darf er jetzt auch noch machen. Dictry ist auf jeden Fall schneller als Lapriso. Aber das Erdbeben überlebe ich. Das ist schwächer als das Erdbeben von Nidoking. Und einen Crit kann ich, wie gesagt, nicht abkriegen, wegen Panzerhaut.
TM26, yay. Von dieser TM weiß ich, dass die... Oh. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die mehr lernen können, aber gut. Dann kriegt Kenji sie jetzt auf jeden Fall, dann hat er zumindest mal wieder eine gute Attacke. Und wir machen einfach den Schaufler dafür weg, den braucht er eh nicht mehr. Er kann jetzt eigentlich alle Psychokinese hier lernen, nur Lapriso. So. Weil ich jetzt gerade knapp über 2 Stunden Aufnahmezeit habe, ist jetzt ein guter Moment, die Aufnahme zu beenden. Nächstes Mal gibt's dann den mehr oder weniger letzten Rivalenkampf. Und dann geht's durch die Siegestraße und wer weiß, vielleicht packt man die Top 4 auch noch an. Auf jeden Fall haben wir ein sehr solides Team bis jetzt. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem, was ich hier dieses Mal da zusammengekratzt habe. Ich kann mir jetzt sogar noch einen Eisstrahl für Nür holen, damit er noch eine zweite sinnvolle Attacke hat. Neben Surfer. Aber gut, bevor ich jetzt hier weiter rumlabere, ich mache jetzt wieder eine Pause und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut!